Das Helmhochwasser in den ersten Tagen des Jahres 2024 rief zahlreiche Spender auf den Plan. Ob über ein Spendenkonto bei der Sparkasse oder während einer von Firmen organisierten Benefizveranstaltung. In diesen Tagen waren Landrat André Schröder und Sparkassenvorstand Michael Nehr in den betroffenen Gemeinden unterwegs, um insgesamt 60.000 Euro zu verteilen. Neben der Goldenen Aue, Gemeinde Südharz und Altstädt waren auch Ortsteile von Sangerhausen betroffen, wie zum Beispiel Oberröpplingen. So übergaben die beiden einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an Oberbürgermeister Sven Strauß. Dabei erklärte Landrat André Schröder, auf die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen hier und weit über die Landesgrenzen hinaus bin ich sehr stolz. So viele Privatpersonen haben Geld gespendet. Dafür sage ich herzlich Danke. Ein besonderes Dankeschön sagte er der Sparkasse Mansfeld-Südharz, die nicht nur für jeden Tag des Katastrophenfalls 1.000 Euro gespendet hat, sondern den Gesamtspendenbetrag auch auf 60.000 Euro aufgerundet hat. Das Geld soll nun für den Aufbau einer sogenannten Wasserwehr verwendet werden, sagte Stadtwehrleiter Arno Kalina und erklärte deren Bedeutung. Also es gibt ein Landesgesetz und im Landesgesetz ist vorgeschrieben, dass Kommunen, die an hochwassergefährdeten Flüssen wohnen, eine Wasserwehr vorhalten müssen. Und die Stadt Sangerhausen hat zwei große hochwassergefährdete Flüsse, das ist einmal die Helme und einmal die Wipper. Und auch die Gonna zählt mit zum hochwassergefährdeten Fluss. Und dafür ist jetzt das Startkapital zur Gründung oder Stärkung dieser Wasserwehr. Die Wasserwehr macht eigentlich konkret Deichkontrollen, guckt, wo aufgekadet werden muss, wo Quellkaden sind, kümmert sich halt um alles, was Deich und Deichschau ist. Na, im Hochwasserfall unterstützt die Wasserwehr, die Feuerwehr und den Stab für außergewöhnliche Einsätze mit ihrer Fachexpertise im Bereich der Schadensabwehr im Bereich des Deiches. So reichte der Oberbürgermeister den Scheck gleich weiter und auch Herr Kalina bedankte sich noch einmal auf das Herzlichste bei allen Spenderinnen und Spendern für dieses Wasserwehr-Startkapital.